neues Futter für die Konsole gesucht? Dann seid ihr hier genau richtig. In unserer kommentierten Monatsvorschau stellen wir euch die wichtigsten Neuerscheinungen im März 2017 vor. Ach ja, eins noch bevor es losgeht, die Exklusivtitel für die neue Nintendo Switch präsentieren wir euch in diesem Monat in einem eigenständigen Video. Den Anfang macht der PS4-Exklusivtitel Horizon Zero Dawn. We know. We weren't the first ones here. Darin verkörpert ihr Aloy, die in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen muss. Neben den mechanischen Bestien machen euch aber auch menschliche Gegner das Leben schwer. Die offene Spielwelt des Action-Adventures wird von der Guerilla Games hauseigenen Decima Engine befeuert, die für malerische Landschaftsbilder sorgt. Horizon Zero Dawn erscheint am 1. März. Wir haben den Titel bereits ausführlich gespielt. Allen Interessierten legen wir unser Testvideo ans Herz. In Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands stürzt ihr euch als Teil einer US-Spezialeinheit in den Kampf gegen ein bolivianisches Drogenkartell. Allein oder mit bis zu 3 Mitspielern arbeitet ihr euch nach und nach zu den Bossen der Organisation vor und befreit dabei einzelne Gebiete vom Einfluss der Gangster. Ghost Recon Wildlands wagt als erster Serienteil der Reihe den Sprung in eine offene Spielwelt. Dementsprechend gibt es auch abseits der Hauptmission einiges zu tun. Erscheinen soll der Titel aus dem Hause Ubisoft am 7. März für PS4 und Xbox One. Das ist Steffi. Eine Chemikerin. Sie mag es, wenn alles nach Plan läuft und findet es toll, wenn alle Steine zusammenpassen. Ebenfalls am 7. März soll LEGO Worlds endlich sein Dasein als Early Access Spiel hinter sich lassen. Der Titel bietet euch einen umfangreichen Baukasten, mit dem ihr die offene Klötzchenwelt nach euren Vorstellungen gestalten könnt. Ganz so wie beim großen Bruder Minecraft eben. Zur Erkundung stehen euch zudem allerhand Reittiere, Fahr- und Flugzeuge zur Verfügung. Meinungsverschiedenheiten führen oft zu Innovationen. Am selben Tag erscheint auch Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für PS4 und Xbox One. Dabei handelt es sich um die Neuauflage des gleichnamigen Last-Gen-Titels aus dem Jahr 2011. Im Kern ist Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ein klassisches Beat'em-up mit Fokus auf Tag-Battles. Wie der Name schon sagt, treffen hier die Charaktere aus diversen Capcom-Spielen auf Marvels Superhelden. Die überarbeitete Fassung bietet nicht nur Full-HD-Auflösung und flüssige 60 Bilder pro Sekunde, sondern beinhaltet auch alle DLCs und Zusatzinhalte. Richtig sportlich wird es am 10. März für Nintendo 3DS-Besitzer. In Mario Sports Superstars dürft ihr euch in 5 verschiedene Disziplinen messen, darunter Tennis, Fußball und Golf. Dazu stehen euch 18 bekannte Nintendo-Charaktere zur Auswahl. Spielt ihr alleine, gibt es verschiedene Turniere zu gewinnen. Mario Sports Superstars bietet aber auch einen Mehrspielermodus. Nier Automata erscheint ebenfalls am 10. März. In Platinum Games Rollenspiel haben Roboter-Invasoren die Erde angegriffen und die Menschheit gezwungen, auf den Mond zu fliehen. Von hier aus werdet ihr in der Rolle einer Androidin losgeschickt, um euch den Aggressoren zu stellen. Im Fokus stehen actiongeladene Kämpfe und spektakuläre Bossfights in einer dystopischen Welt. Neben der PS4-Version soll es voraussichtlich später im Jahr auch eine PC-Version geben. Styx Shards of Darkness ist die Fortsetzung des Schleichtitels Master of Shadows aus dem Jahr 2014. Wie im Vorgänger müsst ihr als Goblin-Assassine möglichst ungesehen gegnerische Lager infiltrieren und fleißig meucheln. Um euer Volk zu schützen, geht es dabei Elfen und Zwergen an den Kragen. Die Kampagne von Shards of Darkness könnt ihr wahlweise auch mit einem Freund im Koop-Modus bestreiten. Erscheinen soll der Titel am 14. März für PS4 und Xbox One. Kona führt euch in der Rolle eines Privatdetektivs nach Nordkanada.
Dort sollt ihr eine Serie von Vandalismusvorfällen in einer Kleinstadt untersuchen. Schnell wird jedoch klar, dass ihr es mit weitaus mysteriösen Geschehnissen als bloßem Vandalismus zu tun bekommt. Kona soll dabei den Ausgangspunkt einer vierteiligen Reihe bilden. Geplant ist der Release für PS4 und Xbox One am 17. März. Am 23. März geht die Mass Effect-Reihe in die vierte Runde. Andromeda ist allerdings mehrere hundert Jahre nach den Geschehnissen der Shepard-Trilogie angesiedelt. Als Pathfinder, eine Art Kundschafter, seid ihr in der neuen Galaxie dafür zuständig, ein Zuhause für Siedler zu finden. Dem bewährten Mass Effect Gameplay bleibt BioWare dabei treu. Erscheinen soll der Titel für PS4 und Xbox One. Locals claim no one can stay out here for long. Ebenfalls am 24. März erscheint Troll and I für PS4 und Xbox One. Der Titel widmet sich der Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Nachdem Trolljäger das Dorf von Protagonist Otto zerstört haben, freundet sich dieser mit einem riesigen Höhlentroll an. Auf ihrer Flucht vor den Bösewichten müssen die beiden fortan zusammenarbeiten. Dabei gilt es, sowohl Kämpfe zu bestreiten als auch Rätsel zu lösen. Amen. As blind men tear apart the mountains. Releasing forces that they cannot imagine. Some sort of power. Vikings Wolves of Midgard ist ein Action-RPG vom deutschen Entwickler Kalypso Media. Ganz im Stil von Diablo und Konsorten sammelt ihr Ausrüstung und kämpft gegen Monsterhorden, um das mythische Land Midgard zu verteidigen. Zur Auswahl stehen euch dabei zwei Charaktere. Der Wikingerkrieger und die tapfere Schildmaid. Neben dem Singleplayer-Modus könnt ihr auch kooperativ zu zweit losziehen. Vikings Wolves of Midgard steht ab dem 24. März auf PS4 und Xbox One für euch bereit. Strafe will die Shooter-Stärken eines Quake mit Roguelike-Elementen verbinden. Auch bei der Optik setzt der Titel dabei auf Retro-Flair und hohen Splatter-Faktor. Alle Level werden zudem prozedural generiert, was für einen hohen Wiederspielwert sorgen soll. Der pfeilschnelle Retro-Shooter Strafe erscheint am 28. März für PS4. Der Funracer Flatout 4 hat noch kein konkretes Release-Datum, ist aber weiterhin für März geplant. Mit über 25 Fahrzeugen absolviert ihr verschiedene Rennen gegen bis zu 7 Mitspieler. Insgesamt bietet der Titel dazu 20 Strecken. Flatout 4 setzt serientypisch vor allem auf Zerstörung und Over-the-Top-Action. Geplant sind Umsetzungen für PS4 und Xbox One. Eine PC-Version soll dann im April folgen. And when you're complete, you and I can turn this disgusting island into something productive. Der 3D-Plattformer Skylar & Plugs Adventure on Clover Island versteht sich als geistiger Nachfolger von Titeln wie beispielsweise Banjo-Kazooie. Um die farbenfrohe Spielwelt zu erkunden, arbeitet ihr euch in klassischer Jump-and-Run-Manier durch eine Vielzahl von Levels. Heldin Skylar und ihrem Sidekick Plugs stehen dabei auch diverse Gadgets zur Verfügung. Der Titel soll noch im März 2017 für PS4 und Xbox One erscheinen. Ebenfalls noch im März soll der Arcade Racer Grip nach rund einem Jahr mit Early Access Stadium final erscheinen. Der Release ist für PS4 und Xbox One geplant. Mit einem von 5 verschiedenen Fahrzeugen bestreitet ihr in Grip eine Vielzahl von Kampfrennen. Zur Auswahl stehen insgesamt 6 Modi, darunter Elimination, Team Deathmatch, aber auch klassische Rennen. Die Inspiration für Grip stammt aus klassischen Battle Racern wie beispielsweise Roll Cage aus dem Jahr 1999. Das waren die wichtigsten Neuerscheinungen für die Konsolen im März. Hat es euch ein Titel besonders angetan, dann schreibt uns doch einen Kommentar. Die Releases für Nintendo Switch findet ihr diesmal, wie bereits am Anfang erwähnt, in einem eigenständigen Video.